Leute, willkommen zu diesem Tutorial, was man alles mit Schleifsteinen machen kann. Ja, genau, mit Schleifsteinen. Ich habe mir hier ein paar Sachen zusammengesucht, was man mit diesen Schleifsteinen machen kann. Und das werde ich jetzt in diesem Video zeigen. Als erstes gibt es einen Mixer. Der ist eigentlich voll leicht. Dazu platziert mir ein Block, oben den Schleifstein. Und rundherum hier einfach unsere Falltüren. So. Und fertig wäre schon der Mixer. Hier könnten wir zwar einen halben Block hin platzieren. Das wäre etwas besser. Wo habe ich den halben Block hin? Irgendeinen halben Block nimmt er einfach. Ich nehme jetzt mal den. So. Halben Block hier runter. Und ja, dann schaut es etwas schöner noch aus, wenn man hier so steht. Gut. Die nächste Sache ist ein Sofa. Das ist auch eigentlich voll leicht. Also graben wir hier zwei Blöcke runter oder mehr. Ich mache jetzt einfach mal hier mehr, damit ihr auch seht, dass es so geht. Und platziere einfach mal diese Banner. Hier auch Banner hier. Ihr könnt sie so platzieren. Oder auch gerade oder ja, wie ihr halt gerade Lust habt. Und dann kann man hier oben dann Treppen rauf platzieren, das richtig gut ausschaut. Jetzt haben wir hier Polster auf dieser Bank halt. Hier könnten wir das hier so hin platzieren, diesen Schleifstein, aber wer möchte, kann ihn auch so hin platzieren. So, ich platziere diesmal mal so hin und ja, man sieht, das ist dann eine Bank. Die schaut hier nicht sehr schön aus. Ich habe nur gezeigt, dass man sie auch halt so platzieren kann, aber es schaut halt nicht sehr schön aus. Pass auf, aufpassen, nicht hier an den Block einplatzieren, sondern schön hier unten, damit der auch raufsteht, der Banner. Und hier oben einfach die Treppen rauf. Die nächste Sache wäre ein Thron. Das ist auch eigentlich voll leicht. Also platzieren wir hier uns einen Schleifstein und hier einfach Falltüren. Dann gehen wir nach hinten, gehen in den Schiff. Ziehen hier eine Falltür hier oben und klappen sie auch einmal. Fertig ist der Thron. Der schaut auch sehr, sehr gut aus. Ja, dann machen wir mal was ähnliches vom Thron, nämlich ein Klo. Das geht auch mit diesen Schleifsteinen. Dazu machen wir das gleiche. Wir platzieren nur hier vorne auch das, auch so eine Falltür. Falltüren hier rundherum. Und hier wieder von hinten, Falltür hinauf, hier hinauf ganz genau. Und genau. Jetzt haben wir auch sogar ein Klo. Das schaut sehr, sehr schön aus. Für Klopapier müsst ihr euch selber irgendwas überlegen. Da habe ich mir nichts dafür überlegt. Aber ja, das Klo-Design auf jeden Fall. Als nächstes kommen wir zu Figuren, die man auch damit machen kann. Ist ja schon richtig gut. Die erste Figur, die man machen kann, geht so. Wir schlagen hier einen Block rein und platzieren wieder nicht so, sondern hier unten am Block den Banner. Ich würde ihn jetzt eigentlich gerade hin platzieren und darauf wieder eine Treppe. So, als nächstes platziert ihr hier oben euren Schleifstein. Schaut dann so aus wie Arme und Körper. Und oben dann auch noch irgendeinen Kopf, natürlich auch in Shift. Hier oben einen Kopf dran. Gut, und dann hätten wir auch das nochmal. Haben wir dann schon eine Figur. Eine zweite Figur ist auch sehr, sehr lustig. Die kann man dann vielleicht zu Fasching oder Halloween verwenden. Man platziert hier, da kein Block nach unten, einfach ein Banner. Und da oben ein Schleifstein. Hier hat es eine Figur, die Hände nach oben hält, so als wäre sie erschrocken oder so irgendwas. Gesichter gibt es hier nicht. Es passt gut, wenn zum Beispiel hier ein dunkler Raum mal ist und da drinnen dann solche Figuren stehen, zum Beispiel. Das könnten wir hier sogar mal ausprobieren. So, dazu bauen wir hier mal alles zu. So, hier die Decke. So, so. Hier auch noch ein bisschen hin. So, so, so. Die ganzen Blöcke hier platzieren. So, und die restlichen Blöcke hier auch noch. Gut, jetzt versuchen wir es hier mal aus. Machen mal so und so. Nein, das muss schön gerade so bleiben.
Hier dichten wir auch etwas ab, so dass hier echt nichts, eigentlich kein Licht reinkommt. So. Ja, das schaut eigentlich recht gut aus. Und auch von der Seite schaut es recht gut aus, hier mit den Armen oder was auch immer. Ja, ich würde sagen, das passt auch sehr schön. Das ist auch eine sehr schöne Sache hier halt. Und ja, und kommen wir dann zu der besten Sache. Die beste Sache ist eine Kanone. Eine Kanone, die zwar nicht funktioniert, aber sie schaut sehr, sehr schön aus. Wenn ihr zum Beispiel ein Piratenschiff baut oder was weiß ich, könnt ihr diese Kanone verwenden, einfach dort einbauen. Und ja, ich würde sagen, legen wir los. Das ist einfach ein bisschen das schwierigere Teil. Dazu brauchen wir diesen Endstab. Und was brauchen wir zum Beispiel nicht? Dieses hier. Gut. Der Endstab, das sind die Roller einer Rakete hier. Ich mache sie mal hier so. Und darauf kommen dann hier hinten, also hier hinten auf die letzte. Oder ich mache es mal hier, hier ist jetzt hinten. Hier hinten eine Falte hin. Gut. Dann können wir schon beginnen. Hier kommt dann ein Block hin. Ja, schaut noch komisch aus. Falltür so. Falltür hier nicht. Falltür hier. Und Falltür hier oben. Und ja. Hier wieder in den Shift gehen. Falltür hier auch oben platzieren. Und dies hier kaputt machen. Dann ist das hier kaputt. Und hier hinten haben wir unsere Falltür. Hier noch mit Shift eine Falltür drauf. Und klappen. So, eine Falte drauf und klappen. Hier wieder ein Schiff gehen, Falltür und klappen. Von hier hinten ist dann eigentlich euch überlassen, wie das hier bauen wird. Ich mache hier einfach mal eine Treppe und so. Und hier kommt dann der Schleifstein drauf. Ihr könnt hier hinten das hier etwas umbauen. Mit hier hinten auch erst einfach zugeht, könnt ihr das aufbauen und dort drin auch nochmal zugeht, damit man hier echt nicht durchsieht, aber ja, es ist euch überlassen, wie ihr das baut. Also wir könnten jetzt einfach hier hinten sagen, dass wir hier hinten auch noch sowas dran platzieren. Und ja, und dann haben wir hier auch schon unsere Kanone. Ich finde, ja, ganz leicht hier alles hier zu bauen. Und ja, danke, dass ihr zugeschaut habt. Und ich würde sagen, das war's mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen. Und wenn ihr noch nicht mich abonniert habt, könnt ihr mich auch gerne abonnieren, dass ihr keine Videos mehr von mir verpasst. Es wäre sehr hilfreich. Und ja, ich würde sagen, ciao, Leute.